Ich bin jetzt seit der Wende hier. Ich bin ein Wessi, habe mich nach der Wende in diese Stadt verliebt, hatte nicht geplant, hier zu bleiben. Ich bin ausgebildeter Sozialpädagoge, habe hier auch angefangen beim Studentenwerk und habe nebenbei den Laden angefangen. Geboren bin ich in Twist, das ist ein kleines Dorf, in der Nähe der holländischen Grenze, direkt im Grenzübergang. War mal in den 80ern sogar im Spiegel, als der Grenzübergang, der am wenigsten kontrolliert wurde, wo man am besten Haschisch rüberholen konnte. Also Yoshi, den habe ich bekommen aus einer Kinderserie. Das feuerrote Spielmobil hieß das, aus dem Westen noch. Und da gab es drei Leute, die Pingeline, den Kraulkopf, hätte mir auch passen können, und Yoshi. Und so bin ich zu dem Namen gekommen. Weil ich nichts wusste, was ich werden wollte, bin ich schon Schanzenfeger geworden. Das war meine erste Ausbildung, aber nicht überzeugt. Und dann habe ich mein Abi nachgemacht und habe Sozialpädagogik studiert, um da festzustellen, dass ich auch das nicht unbedingt will, weil ich an diesen Apparat nicht unbedingt glaube. Weil er meine Verrücktheit nicht gemacht, ob ich in Freiburg politisch aktiv war, in ein amerikanisches Waffenlager eingedrungen bin mit noch ein paar anderen Verrückten, weil wir sagten, wir müssen einen Schritt weiter gehen als der Rest. Obwohl im Nachhinein, das ist so Dummheit, in jedem Waffenlager heißt es Schießbefehl. Und wir haben wirklich darauf gesetzt, dass die Amerikaner schon wissen, dass wir Friedensverrückte sind und die sich zurückziehen und die deutsche Polizei Bescheid geben. Haben sie auch gemacht, aber eine Garantie dafür gab es nicht. Das war schon Blödsinn, was wir schon gemacht haben. 25 Tagessätze, a 30 Mark, bin ich verurteilt worden? Nee, das Geld kriegen sie von mir nicht. Also bin ich in den Knast gegangen und die 25 Tage abgesessen. War eine interessante Erfahrung. Ich musste schreckliche Musik hören, Schlager und Volksmusik, wo ich ja überhaupt nicht mit zurechtkam. Ich kann mich nur an eine Geschichte aus der Kindheit erinnern. Da lief war ein Hit von George Harrison, My Sweet Lord. Es ging so ungefähr, My Sweet Lord, ich weiß es nicht. Und dann meine Mutter, hau mi tot. Das ist Plattdeutsch, wir kommen aus dem Plattdeutschen, das heißt, hau mich tot. Und dann habe ich gesagt, hey Mama, das ist ein religiöser Song. Und sie, dann sollen sie auch Deutsch singen. Ja, das ist so eine Sache, wo ich mich mal so gut dran erinnern kann. Und wie gesagt, die haben nur diese Art Musik. Und vielleicht hat mich das mitgeprägt, dass das so ein Aufschwung, das, genau das Gegenteil zu machen, so ein Protest. Um mich dann zu öffnen. Jung ist man, wenn man jung bleibt. Ich glaube, das ist keine Altersgeschichte. Ich kenne 20-, 25-Jährige, die sind eigentlich schon uralt. Die sind schon Rentner. Es gibt einen Spruch, den ich auch meinen Kunden immer sage, zum Plattenkaufen. Wenn sie dann zu den 60s, 70s immer greifen, dann sage ich ihm, Vorsicht, der Spruch ist nicht von mir. Denkt mal darüber nach. Wenn die Summe der Erinnerung größer ist als die der Hoffnung, bist du alt. Leute, die Platten sammeln, die haben schon Spleen. Und Frauen sind selten, die Platten sammeln. Aber wenn, sehr interessant. Ich glaube, die Leute werden zu sehr einfach mainstreamig gemacht. Ja, sie funktionieren alle, sind alle schon irgendwie Roboter, auch vom Tanz her. Statt den Leuten einfach sagen, bewegt euch, wie ihr wollt. Man kann da und da ein paar Standardtänze lernen, aber nicht diese modernen Tänze, wo man nur auf Wiederholung, wenn dann wenigstens die Möglichkeit des Improvisierens mit eingeplant wird, dann ist es was Gutes. Mal
man sollte versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Genauso auch mit der Musik, was ich den Leuten rüberbringe. Und da muss man auch nicht so viel Platten kaufen. Hinsetzen, Glas Tee, Glas Wein und die 20 Minuten, die diese Platte hat, einem glücklich machen. Aber da muss eine Platte auch fordern. Dann darf es nicht Popmusik sein, die aus dem Radio kommt. Die sollte man gar nicht auf Platte pressen. Die ist so schnelllebig und ist gleich wieder weg.